Hallo und herzliches Willkommen, mein Name ist Lukas Max, heute ein neues Video auf meinem Kanal. Heute ein neues Tutorial, denn heute zeige ich euch mal, wie ihr die Polizeiautos in GTA 5 ersetzen könnt zu Real-Life-Autos und dazu noch, wie ihr neue Callouts für LSPDFR installieren könnt. Ich würde sagen, wenn ihr nicht rund um das komplette GTA-Universum verpassen wollt, abonniert gerne diesen Kanal, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, here we go, dem Video. So, wir sind hier direkt schon auf der ersten Webseite, denn als allererstes brauchen wir Open 4. Die meisten werden es wahrscheinlich schon kennen, wenn ihr meinen letzten Tutorials angeschaut habt. Ich kann es jetzt leider nicht installieren, weil ich schon installiert habe. Ihr müsst ja einfach auf Download klicken, dann ist es ganz, ganz easy, es zu installieren. Deswegen mache ich das jetzt erstmal hier weg. Dann kommen wir hier zu den wichtigen Dingen. Hier zu den ganzen Callouts. Hier ESL installieren wir uns auch. Also das Lichtersystem von den Fahrzeugen. Und hier das Autopack, was wir uns heute installieren wollen. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Autos. Die laden wir uns einfach hier runter. Hier gibt es sogar 3 Packs. Wir nehmen jetzt einfach mal die Sedans und die SUVs. Ganz chillig. Jetzt fangen sie beide an, hier oben runter zu laden. Das läuft perfekt. Dann warten wir kurz auf die Dateien. Dann könnt ihr eigentlich schon diese Download-Fenster hier schließen. Erstes runtergeladen. Öffnen wir einfach. Minimieren es. Warten auf das zweite. So, auch wieder öffnen. More Meister minimieren. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt an, die Fahrzeuge zu installieren. Erstmal ziehen wir uns diese beiden Windra-Dateien hier zur Seite. So, und dann öffnen wir dazu jetzt Open 4. Wenn ihr das alles richtig installiert habt mit Open 4, das ist echt easy. Startet es einfach so wie bei mir jetzt. Dann als allererstes das Wichtigste, Edit Mode machen. Bam. Da kommt hier so eine Meldung vom ASI Manager. Das mache ich jetzt einfach mal manuell. So, und dann installieren wir uns diese ersten beiden Dateien. Yes. Gehen wir auf Close. Dann minimieren wir das hier nochmal. Gehen in den GTA 5 Hauptverzeichnis Ordner, in so einen normalen Ordner halt. Und nehmen jetzt alle x64 Dateien plus die Common Datei hier, dann noch den x64 Ordner und den Update Ordner. Diese kopieren wir uns einfach und kopieren ihn jetzt in diesen Mod Ordner. Let's go. Das dauert jetzt bei dem einen oder anderen etwas länger. Ich würde sagen, kurzer Cut, bis wir fertig sind. So, wenn ihr das dann wie bei mir hier gemacht habt, könnt ihr das erstmal wieder minimieren und wieder Open 4 öffnen. Dann gehen wir nämlich in den Mods Ordner, dann in den Update Ordner, x64, DLC Packs, und dann in Patch Day 24, also der neueste. Dann wieder auf DLC, x64, Levels, GTA 5. Vehicles, dann öffnen wir hier den ersten Ordner, Models, dann ziehen wir uns das hier ein bisschen kleiner und öffnen das hier auch hier, den ersten Ordner, Models, dann ziehen wir das uns so in so eine kleine Ecke, damit wir beide offen haben. Und jetzt können wir anfangen, die Autos zu installieren. Nehmen wir jetzt einfach mal den Dodge Charger hier, ist der Sheriff 2. Ziehen wir uns hier rein. Bam. Okay. Dann nehmen wir hier nochmal den Dodge Charger, der ist jetzt diesmal Police 2. Ziehen wir uns auch hier rein. Und in der Zeit, während das hier runterlädt, können wir auch das hier runterladen, nämlich die ILS Mod. Download this File. Ich stimme zu. Wir nehmen natürlich das Neueste. Bam. So, dann können wir die ELS-Datei schon mal öffnen. Dann gehen wir hier auf Installation Files, Grand Theft Auto 5. Und diese Dateien ziehen wir jetzt einfach so in den GTA 5 Hauptverzeichnis Ordner rein. Datei im Szenen ersetzen, falls es bei euch auch kommt. Dann könnt ihr das hier schon wieder schließen. Dann habt ihr in der Zeit nämlich auch die anderen Autos installiert mit der ELS-Datei. Ziehen wir das wieder an die Seite ran. Öffnen wieder Open 4. Gut, dann nehmen wir einfach nochmal hier den 2016er Charger, ziehen diese ganzen Dateien hier rein. So, dann gehen wir es zurück. Dann diesmal hier rein. Meistens ist es so, dass hier direkt schon die ELS-Datei drin ist. Bei dem ist es anscheinend nicht so. Finde ich ein bisschen unnötig, aber naja. Dann gehen wir hier oben rein. Patrol Vehicles. Dann sieht man hier schon Police 3. Dafür öffnen wir jetzt wieder den GTA 5 Hauptverzeichnis-Ordner. Gehen in die ELS-Datei rein. Löschen diese Textdateien. Gehen hier rein, löschen diese beiden Dateien hier so und ziehen uns jetzt einfach die Police 3 Datei hier rein. Wenn ihr euch jetzt hier noch mehr Autos installiert, sagen wir jetzt einfach mal den hier noch. Das ist Police 1, dann geht ihr hier wieder rein, bam, und hier ist die Police 1 Datei. So, ich lasse es aber jetzt einfach mal so, wie es ist. So, schließen das, das lassen wir offen, gehen nun wieder in den GTA 5 Hauptverzeichnis Ordner, minimieren es
Das können wir auch minimieren. Und fangen jetzt an, die Callout zu installieren. Einfach mal download dieses File, stimme zu. Dann nehmen wir immer das Main-File oder das neueste halt. Dann lädt das nämlich jetzt gleich runter. Hat runtergeladen, können wir es öffnen. Ziehen uns das hier schon mal an die Seite ran. Dann gehen wir zum nächsten, den normalen Callouts. Download dieses File, stimme zu. Runtergeladen, öffnen wir es wieder, ziehen es an der Seite ran. Und das letzte, download dieses File, stimme zu. Dann nehmen wir auch wieder das Beste und das Neueste. Warten wir wieder kurz beim Öffnen an der Seite ran. So, dann können wir den Browser erstmal wieder minimieren und öffnen jetzt den GTA 5 Hauptverzeichnis Ordner. Gehen jetzt hier rein, dann ziehen wir diese beiden Dateien einfach in den GTA 5 Hauptverzeichnis Ordner rein. Bei mir kommt jetzt Dateien zu ersetzen. Das wird bei euch nicht kommen, weil ihr die noch nicht installiert habt. Ich habe die aber schon mal zum Test installiert, deswegen Dateien zu ersetzen. So, dann können wir das schließen. Dann nehmen wir diese drei Dateien, bei manchen ist immer noch so Rage Native IO dabei. Müsst ihr halt mit reinziehen. Bam, Dateien zu ersetzen, weil ich das halt schon mal hatte. Können wir es auch schließen. Diese Datei müssen wir in den GTA 5 Hauptverzeichnis werfen. Dann nehmen wir es Plugins und ziehen es auch einfach nochmal rein. So, perfekt. Können wir es auch schließen. Diese können wir hier auch schließen, weil wir die Autos installiert haben. Und jetzt hat das alles automatisch, wie man hier sehen kann, hinzugefügt auf ganz schwieriger Basis. Dann können wir das schließen. Open 4 können wir genauso schließen. Und ich würde sagen, ab in GTA 5. Wichtig ist wieder, dass wir das über den GTA 5 Hauptverzeichnis Ordner öffnen. Das habe ich gerade fast vergessen. So, in diesem Hauptordner müssen wir dann hier unten Rage Plugin Hook öffnen. Das lädt dann kurz. Und da kommen wir schon rein. Und jetzt steht da unten Loading LS PDFR. Perfekt. Jetzt sind wir auch schon gleich drin. Und da sind wir schon am Start. So, hier kann man schon sehen, die neuen Fahrzeuge sind am Start. Und jetzt habt ihr halt Real Life Polizei Cars in GTA 5 am Start. Ist doch geil. Wir können ja nochmal kurz in die Garage gehen. Hier FBI-Autos haben wir ersetzt. Hier haben wir auch ein Auto ersetzt. Hier LSPD haben wir natürlich alles fast ersetzt, außer den fetten Bus. Hier haben wir auch, es sieht schon geil aus so mit den ganzen Autos. Selbst diese Autos haben wir ersetzt, das ist doch einfach geil. Callouts und so habt ihr natürlich jetzt auch installiert. Die konnte ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich hatte einfach keinen Bock, jetzt einen Callout aufzunehmen. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Tutorials ihr noch so gerne sehen würdet. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ihr nichts mehr rund um das komplette GTA-Universum verpassen wollt, abonniert gerne diesen Kanal, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Luca und ciao, ciao.